Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zur Legende von Sommerland. Wieder mal, doch nicht alleine, sondern der Benni und der Erik sind hier am Start. Hallöchen und wir springen Trampolin. Hallöchen. Oh Mann, hi. Da gucke ich erstmal ganz seriös. Ja. So. Ne? Ja, hier sieht man unsere Maschine in etwas optimierter Form. Und jetzt kann man hier Trampolin springen, wenn man genau in der Mitte steht. Hui. Ja, genau in der Mitte. Eigentlich ist es ja die Kuhvulka. Genau. Ja, die Kuhvulka, richtig. Oder was ich überlegt habe, Vulkun den ist Wolken. Auch cool. Was, Vulkun, ja? Vulkun oder einfach Vulkun, wie Vulkan. Ja, das stimmt. Vulkun. Vulkun. Boah, super. Das ist eine coole Maschine. Ich finde, eure Terrasse sieht auch schön aus. Sie ist schön angerichtet. Ja, da haben wir mal die ganzen Kabel weggenommen. Da fehlt noch ein Verschnörkelung. Die sind jetzt alle unterirdisch. Hier schön geworden. Berg. Ja, hier bei der Orksiedlung. Ich flatter jetzt mal wieder zurück. Ja, mach's gut. Tschö. Bis übermorgen. Ja, wir bauen. Genau. Und wir bauen noch so eine Maschine hier nebendran. So viele Maschinen? Baut doch erstmal ein Haus. Für eure Unterkunft. Das wird ja quasi das Zentrum unserer Macht hier. Wir verkleiden den ganzen Berg. Wird ein riesen Vulkan. Das ist ja interessant. Ich hab mal ausgeguckt, was denn hier passiert. Wir können auch mal die erste Ork-Siedlung bauen. Demnächst. Hier drüben vielleicht. Das lädt manchmal nicht in Minecraft. Wo? Ja, da. Ja. Guck mal, wir haben ja schon mal heimlich beim Tobi gespinkst, aber ich darf da nicht so lange. Nicht, dass ich irgendwas spoiler. Aber schön, der Tobi. Hat er schön gemacht. Muss ich ihm lassen. Schick. Kann gut bauen, der Tobi. Seht ihr, der kann gut bauen. Könnt ihr alles bei Tobinator sehen, was da abgegangen ist? Ich fliege jetzt mal rüber, denn wir haben ja auch noch viel zu tun. Beim guten Claudio zum Beispiel. Claudio hieß er hoffentlich. Ich bin jetzt wieder voll raus. Ja, das muss man kurz dazu erwähnen. Da ist es doch, das Häuschen. Das müssen wir auch noch fertig machen. Da gibt es ja noch einiges zu tun. War ja noch alles eher halbgar. Aber das kriegen wir auch noch hin. Und ihr baut jetzt noch eine Maschine, Freunde, oder was? Genau, noch eine nebendran. Und eigentlich gibt es ja auch für die Folge ein Thema, ne? Ja. Ja. Was ist das? Hey, wie wird man in der Schule gehandelt? Nee, der Benni. Wie wurde der Benni in der Schule gehandelt? Genau. Ah. Jetzt bist du bei mir tierisch leise auf einmal, Erik. Ehrlich? Ja. Okay. Bei dir auch Benni? Ja, es geht. Es könnte lauter sein. Es könnte durchaus lauter sein. Der Erik heute mit dem Headset dabei. Ja, das wird das nächste Mal nicht mehr so sein. Ich stelle mich mal ein bisschen lauter noch. Ja, gehänselt. Ich wurde gar nicht gehänselt. Aber ihr meint ja, ich wurde gehänselt. Jetzt will ich mal der hören, Benni wie. Wurde so krass gehänselt, wie er lügt. Wie er einfach nur lügt. Nee, das Ding ist ja, halt, genau. Das ist natürlich nur ein Spaß, aber es deutet eigentlich genau wieder darauf hin, was man damit erzeugt, nämlich Hänseleien. Ne? Ja. Das ist wirklich interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Naja, und ja, ja. Der Benni wollte halt ein bisschen erzählen aus seinem Leben, weil er halt oft gehänselt wurde. Benni, was war denn so das Schlimmste mal? Das Schlimmste mal? Nee, also. Ganz ehrlich. Aber ihr habt ja mit Sicherheit mal mitbekommen. Man soll ja eigentlich auch gar nicht so viele Witze darüber machen, weil es ja eigentlich ein ernstes Thema ist. Aber ihr habt es ja mitbekommen, so Mobbing und sowas, da hatte ich auch schon mal öfter drüber gequatscht in verschiedenen Folgen, bei Let's Talk GTA und so. Und ja, eigentlich ist es immer ein ziemlich krasses Thema, weil das sich eigentlich irgendwie nie ändert. Aber man sucht sich halt schnell ein Opfer und ärgert das dann. Oder, ja, ihr kennt es ja auch. Was habt ihr denn so erlebt in eurer Schulzeit? Gab es da bestimmt Leute, die gemobbt wurden, oder? Ja, natürlich. Leute, die sich nicht wehren können, am allermeisten natürlich. Ja, definitiv. Es gab. Ich weiß nicht, gibt es in jeder Klasse fast so jemanden. Leider. Ne? Gab dieses eine Mädel, das weiß ich noch. Die wurde immer ganz schön fertig gemacht. Dann auch über so eine Homepage, obwohl es noch gar keine Zeit war dafür so richtig. Boah, das war schon krass. Also, ja, das war schon echt mies. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und was hätte man dagegen tun können? Habt ihr nichts gemacht wahrscheinlich, ne? irgendwie mal gesagt, lass die in Ruhe, die ist doch voll nett. So, das machen die meisten nicht. Ich glaube, da müssen die Leute sich direkt angesprochen fühlen. Ja, da ist man einfach auch nicht reif genug irgendwie, weiß nicht. Ja, aber das ist ja mit dem direkt ansprechen ist ein guter Punkt. Also, das habe ich auch mal gelesen.
dass wenn man jetzt auf der Straße irgendwie angegriffen wird, dass man dann am besten direkt Leute ansprechen sollte. Also genau. Direkt ansprechen, so von wegen, helfen Sie mir, ne? Und nicht einfach nur Hilfe rufen, weil dann reagiert meistens keiner. Nee, das stimmt. Das ist ja auch so ein Grund, warum leider Gottes in U-Bahnhöfen voll viele Leute weggehauen werden und keiner hilft da irgendwie mit. Das ist halt Zivilcourage und das ist echt ein wichtiges Thema. Eigentlich gilt das auch für Mobbing, dass man da mal sagt, Leute, das ist nicht cool. Und wenn man sich in einer größeren Gruppe mit wem anders anspricht, findest du das gut, dass die so gemobbt wird oder der so gemobbt wird, kann man eigentlich sogar was dran ändern vielleicht. Man muss natürlich, hat natürlich immer Angst, ja, dass man selber in das Mobbing-Opfer wird danach, ne? Auf jeden Fall, aber ich denke halt, wie gesagt, also wenn man 12 Jahre alt ist oder so, ne, das ist ja halt, da denkt man nicht so darüber nach irgendwie. Ja, das Ding ist, es gibt natürlich, man muss auch eine ganz klare Grenze zwischen Mobbing und, was wollte ich hier eigentlich bauen? Ach komm, ich mach erstmal den Felsen. Zwischen Mobbing und Späßen ziehen, ne? Das ist natürlich so, wenn ich jetzt hier Witzchen über euch mache, das wisst ihr, das als Spaß, ja? Und da können wir auch schon mal was ernster werden. Wir mobben uns ja im Prinzip auch auf eine gewisse Art und Weise, zwischendurch mal. Aber es ist halt nicht so, dass da einer jetzt nachher weint, wenn er aus der Aufnahme rausgeht oder sich umbringen will. Ja, so, weil wir halt schon irgendwie den Spaß verstehen, weil man halt ein Kumpel ist. Man kann halt auch verschiedene Späße bei Leute machen. Aber wo beginnt Mobbing und wo hört's auf? Das ist auch eine interessante Definitionsfrage, finde ich. Ja, ne? Also ja, muss halt Spaß für beide sein, ne? Wenn es kein Mobbing sein soll. Ja, ja, das genau, stimmt. Genau, sobald es irgendwie auf die Psyche geht von jemandem oder halt auch wirklich, keine Ahnung, irgendwie Nachteile entstehen für eine Person. Puh, ja. Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich überlege. Also, ja. Weil meine Schwester hatte das auf ihrem Arbeitsplatz ganz stark. Hat auch dann da gekündigt im Endeffekt, deswegen. Also es gibt ja auch noch, es zieht sich ja auch noch durch die Arbeitswelt und alles eigentlich. Ist ja nicht so, als wäre das dann nach der Schule automatisch vorbei. Und ja, ah, ja, das war auf jeden Fall keine schöne Zeit. Also die war immer ganz schön fertig. Ich meine, es ist halt dann so quasi, man arbeitet da und hat aber keine Erfolgserlebnisse, weil man die ganze Zeit dafür nur noch fertig gemacht wird und so. Ist auf jeden Fall bestimmt nicht schön, ja. Kann ja, das stimmt. Vorstellen. Das ist echt nicht schön. Also das, finde ich, muss man sich vielleicht auch manchmal da ein bisschen selber zurücknehmen. Nicht so viele Späße und einen anderen nicht so zum Ernie machen, wie er in Stromberg ist am Start oder sowas. Der Erik, falls ihr euch wundert über die Soundqualität, der ist live per Telefon zugeschaltet. Das klingt echt so. Ja, wirklich, ja. Alter. Ist echt lustig. Ich habe noch eben die Wählscheibe gedreht. Und ja, ja, genau. Ich lasse das Haus hier einfach mal ein bisschen anders. Mal so ein paar Steinbrocken da oben. Müsste ich wahrscheinlich. 0, 2, 2, 1. Und 6 mal die 6. 6 so. Mal die 6. 0, 2, 2, 1 vor allem. Das ist die Vorwahl für Köln. So günstig sind die nicht. Denkst du, da kriegst du zum Ortstarif? Wie war denn so eure Schulzeit? Also wie denkt ihr dann zurück? Ich war das so. Ich war das so. Weil ihr als Frauen angerufen habt. Das ging sogar, das haben wir echt mal gemacht. Ja, das hat doch jeder mal gemacht, ja, oder? Ja, das hat ja wirklich, glaube ich, jeder mal gemacht. 0800 als Frau angerufen und dann kam ja, oh, no, baby. Oh, wie ekelig, ey. Ich bin widerlich. Das ist echt so ekelhaft, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt. Man hat sich da so voll den Witz draus gemacht, ja. Und irgendwelche Männer fanden es wahrscheinlich noch geil, haben es sofort erkannt, so, okay. Oh Mann, das ist jetzt ein kleiner Junge oder so, der da. Bah, ja, stell mal vor, dass ja, dann Leute ausgenutzt. Voll ekelhaft. Aber ich glaube, dieses Geschäft mit diesen Telefonsex-Nummern, ich glaube, das ist ja mittlerweile auch ziemlich im Arsch, oder? Gibt aber immer noch genug Fernsehwerbung, also irgendjemand scheint irgendjemand das macht's noch, ne? Ja, vielleicht ist ich denke auch, also da gibt's noch Callcenter ohne Ende, glaube ich. Ja, du, also du müsstest dich doch mit Callcentern auskennen. Ich überlege, ob ich die Pfeiler echt alle hier, nee, mache ich diesen Rahmen drum, das ist eigentlich ganz cool, so als Stützbalken. Musste mich gerade kurz ein bisschen konzentrieren, damit ich mich hier nicht verbaue. Ich setze mich jetzt zwar jetzt längere Zeit an ein Haus, aber dafür wird das mal ganz interessant, mal ein bisschen anders als die anderen. So, die moosbewachsenen Steine, da könnte man natürlich jetzt, wenn man ganz penibel ist, ne, war das nicht jetzt ein bisschen hoch, Benny, oder war das so? Ja, ist vielleicht eine Reihe zu viel oder zwei. Ich muss mal nachzählen. Ah, das geht so scheiße mit den Steinen hier. Bis, ja, eine Reihe nur zu viel.
Ja, komm, nimm mal die Bruchsteine. Sorry, ich muss mich ja zwischendurch immer mal ein bisschen noch zurechtfinden. Habt ihr das Problem auch? Das ja, wir auch so ein bisschen. Vor allem, wenn man mal neue Sachen ausprobiert. So, dass man einen Moosstein hat und einen nicht moosig. Hm, die gehen schon einander über, das kann man mal machen. Aber ich glaube, es sieht fast besser aus, wenn es komplett moosig ist, oder? Vielleicht kann man den Schornstein, den soll es ja darstellen hier. Ist ein bisschen höher. Moosig. So. Moosig. Erinnert dich sofort an Mosin, oder? Ja. Wie Daisy gebumst man ist, das ist ja traurig schon. Und ich kenn's ja immer noch nicht. Genauso wenig wie GTA, genauso wenig wie Minecraft. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso ich einfach kein Spiel kann. Wobei das sind weil du immer gemobbt wirst. Ja, weil ich immer gemobbt. Ich werde auf jeden Fall gemobbt in den Kommentaren, teilweise. Da wird richtig krasses Mobbing. Da sind wir wieder beim Thema. Ja, ohne Scheiß. Da werde ich teilweise sowas von gemobbt, aber mittlerweile lasse ich halt sowas nicht mehr an mich heran. Weil, aber du musst am Anfang, musste ich ehrlich sagen, so, boah, was du manche Kommentare abbekommen hast, da musstest du schon schlucken. Ja, das war teilweise echt nicht schön. Und insofern wurde selbst ich gemobbt, stimmt, wo ihr es gerade mal sagt. Aber das natürlich nur von anonymen Menschen. Und ich sehe das halt mit irgendeinem gewissen in der Distanz so. Ne? Ja, das ist halt, die hat man sich mittlerweile. Ich lasse das auch nicht mehr so an mich heran, wenn du schreibst, du bist voll der Vollidiot-Wichser. Da schmunzle ich halt drüber und es wird gelöscht. Ne? So läuft's. So läuft es. Ja. An der Stelle kann man ja eigentlich auch mal erzählen, dass der Benny auch früher irischer Wrestler war in der Schulzeit. Genau. Irischer Wrestler. Willst du über deine Wrestling-Karriere noch erzählen? Das ist also echt mal gering. Genau, wir hatten ja auch so ein Spiel überlegt. Das können wir mal durchziehen. Wo wir eine Geschichte erzählen, ne? Über den anderen. Und die Zuschauer müssen raten, was war die Wahrheit und was war die Lüge. Ja. Ne? Ja, ich ja, da hätte erzähl ich auch doch mal, erzähl doch mal eine Geschichte über den Benny. Am besten fängst du mit einer Wahrheit an oder einer Lüge, wer weiß. X-Factor. Ja, das Unfassbare. Ja, also dann fange ich mal an. Über den Benny gibt es nämlich eine Story, die ist ganz gut dafür. Und zwar war der Benny früher so knallhart drauf, dass er da zu Turnieren gefahren ist. Zu Turnieren gefahren ist, um sich quasi niederzuringen. Und dabei hat er mal einem Kontrahenten den Arm gebrochen. Aha, okay. Was denkt ihr? Wahrheit oder Lüge? Der Benny, ein Ringer, der mal einem Kontrahenten den Arm gebrochen hat? Hm. Ohne Gnade. Und danach hat er ihm ins Gesicht gespuckt. Ist der Benny ein Ringer? Ich weiß nicht, ich hoffe, man hört den Erik laut genug. Das schwankt sehr hier, die Telefon-Live-Zuschaltung. Benny, du willst ja keine Stellung zu nehmen, ne? Ob das die Wahrheit ist? Darf ich ja nicht. Nee, gut. Okay, dann darfst du jetzt eine Geschichte über mich erfinden oder eine Wahrheit sagen. Kannst du alles erzählen? Ich bin ja bei nichts böse. Du Arschloch. früher, da hat der Saraza immer an illegalen Straßenturnieren teilgenommen. Im Breakdancen. Richtig krass am Start. In Köln, da gibt es eine übelste Szene. Ey, das solltest du nicht sagen. Das solltest du nicht sagen. Ne, jetzt wissen die Leute auch, warum du so beweglich bist. So agil. Ja. Illegale Straßenturniere. Vor allem, was sind illegale Straßenturniere? Damit hat er ungefähr 12 Jahre lang sein Geld verdient. Und ist noch immer eine Legende. Es gibt eine kleine Statue. Ich hab auch eine Geschichte über einen Benny. Wenn der Benny einkaufen geht, geht er grundsätzlich nur zu Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Müsst ihr wissen, wo der Benny hingeht. Bitte vervollständige diesen Satz. Bitte vervollständige diesen Satz. Real, oder? Ja, finde ich real, Alter. Wenn du da einkaufen gehst, ist voll real. Ja, keep it real, ne? Keep it real, Alter. Hey, ist das echt dein Ernst? Ja, komm. Jetzt erfindet der Benny meine Geschichte über den Erik, komm. Oh, über den Erik? Oder nee, erzähl mal eine Wahrheit über den Erik. Oder eine Erfindung oder eine Geschichte oder was ist das? Das stimmt, wir haben schon wieder das Spiel aus dem Auge verloren. Ah, genau. Dürfen auch mal schweinige Sachen sein. Schweinige Sachen? Ja, gerne. Also erzähl doch mal die schweinigen Wahrheiten von Erik. Das ist eine super Sache. Erik, falls ihr euch wundert, übrigens nicht der Gronkh, der hier bei Live-Zuschaltung drauf ist, falls ihr nicht so oft hier mitschaut bei Legend of Summerland, pipapo, sondern der Erik, ein Kumpel von Benny, mittlerweile auch ein Kumpel von uns, der hier auch bei den Orks am Start ist
und ja, die Hütte rockt, sag ich mal. Mit irgendwelchen komischen Bauten. Ja, sorry. Haus! Ach so, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, so. Okay. Ups. Ja, der Erik, der ist so krass drauf, zum Beispiel. Der hat, Wenn's schon so anfängt. Ja, echt, das ist so. Du bist einfach der schlechteste Lügner aller Zeiten. Ja, wirklich, so schlecht unter der Sonne, ey. Alter, das ist ein Trauerspiel. Zu Ende. Ja, okay, dann fange ich halt nochmal neu an. Oh Mann, so, oh Mann. Das wird auch eine Herausforderung sein, oder? Ja, okay. Also, ja, der Erik, der ist noch verzockter als ich, ja. Der hat schon, weiß ich nicht, bestimmt 300 Stunden in StarCraft verbracht. Und in Diablo ähnlich. Und Diablo? Diablo, genau, kennst du doch. Ja, ja. Und, ja, okay. Da geht's los, Gemobbe. Geht das Gemobbe. Jetzt fängt's an. Ja, genau. Ich hab da auf meine Aussprache rum. Aber das kenne ich ja schon. Schön, Benni. Ach, schön. Ich musste lachen. Hier stellen wir dir mal eine richtige Truhe hin, dem guten Mann. Das sieht doch schön aus, langsam wird. Die Tür gefällt mir nicht so richtig. Ja, ob das die Wahrheit ist, aus der Erik verzockter ist. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte über Benni. Der Benni, der heißt mit Nachnamen Jambrone. Alter Benni. Jambrone. Jambrone. Ja. Ja, könnte doch durchaus realistisch sein. Sorry, ich hänge ja im Inventar, weil ich mich selber wieder beömmeln musste über diesen Scheißwitz. So. Ey Benni, du fackelst alles ab. Ja, wir haben noch drüber geredet, dass die Orks, die fällen keine Bäume. Fackeln. Die fackeln Orden. Alles ab. Boah, sei mal, betreibt ihr Waldrodung oder was? Brandrodung, ja. Kann ich mich echt nicht mit anfreunden. Boah, ich hab eine Sache, die muss ich unbedingt machen. Ich muss mal einmal nach Vespilan fliegen. Ja, es wird doch immer schöner hier, das Häuschen von Claudio. Einmal kurz nach Vespilan. Ja, der Erik, wie gesagt, Live-Telefon-Zuschaltung. Ja, könnte auch passieren, dass es manchmal so tut, macht zwischendurch. Das ist ja total nervig, ey. Wir müssen dem unbedingt ein Mikro organisieren. Richtiges. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja. Ja, Spaß. Ja, kann man ja mal machen, der Folge. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, aber der Erik kriegt auch eins jetzt, ne? Ja, morgen ist es sogar schon da, aber jetzt haben wir leider heute die Aufnahmesession gemacht. Also. Ach ja, Halb so wild. Genau, und ich wollte eine Geschichte über den Erik erzählen. Ja, erzähl mal. Komm, gib's mir. Als wir hier neu gewohnt haben in Köln, da auf der ersten Gamescom, wo wir waren, muss man dazu sagen, wir haben unsere Wohnung hier, der haben wir den schönen Namen Cologne Palace gegeben. Ja. Ja, weil wir uns hier so wohlfühlen. Und dann sind der Erik und der Flo, aber hauptsächlich der Erik vorneweg, auf der Gamescom rumgezogen mit Visitenkarten vom Cologne Palace, die wir uns gemacht haben. Die sahen total übertrieben aus, einfach nur. Und dann ist der Erik zu denen hin und hat immer gesagt, ja, er kommt vom Cologne Palace und würde gerne Fotos mit denen machen. Dann kam er ganz stolz von der Messe wieder mit 30 Fotos mit so Models. Und nein. Ich ahne die Geschichte, das war's dran. Es gab einfach keine schönen Spiele auf der Gamescom, was soll man denn dann machen? Oh Mann. Also ich hab's schon zugegeben jetzt. Ja, die, das muss ich ja, ja. Oh Gott. Nee, kann man ja mal machen, sind ja nette Miezen teilweise dabei. Ich musste ja auch ganz viele schon für damals Play Massive immer die Messe Babes filmen, aber ich muss sagen, irgendwann war es mir ein bisschen unangenehm. Ja, das war mir dann auch unangenehm. So, ich dachte dann, oh ey, vor allem, du kannst am ersten, am Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag sind die noch voll nett, ne? Sind die alle noch voll gut drauf, hey, ja klar, kein Problem, lass uns hier, oder sollen wir hier nochmal irgendwie winken oder hin und her, und nach Sonntag sind die so abgefuckt, da sagen die, das war der letzte Gamescom, wo ich jemals war. Weil viele es halt auch übertreiben, ne? Die begrapschen die dann, während die Fotos machen mit denen und so. Das ist natürlich nicht so cool für die Messehostess, die das ja nicht aus diesen Gründen macht.
Ja? Nee, das haben wir natürlich nicht gemacht. Ja, komm, also, bei euch. Das ist ja dann sexuelle Belästigung. So, ich habe dem Schmied einen Amboss hingesetzt, habe das hier neu reingeladen. Das ist doch was Feines. Da freue ich mich. So, jetzt fliege ich nochmal zurück zum Claudio ganz kurz. Da muss ja auch noch was gemacht werden. Das kann ja nicht so angehen. Der gute Claudio. Ja, ich erfinde noch eine Geschichte über Benny, beziehungsweise ich sage die Wahrheit. Der Benjamin, der kann Ukulele spielen. Und das war's. Ist das die Wahrheit oder ist es eine Lüge? Ja, ich hätte auch noch so eine gelogen wahre Story. Gelogen wahr? Ja. Gelogen wahr gelogen. In Wahrheit gelogen. Irgendwas muss der Claudio doch in der Hütte haben. Irgendwas, so ein Goldbarren versteckt. Ja, Mann. Der hat einen Keller. Und da unten hat er das Gold von Piraten versteckt, weil er ist ja korrupt. Und zwar waren wir nämlich feiern. Nee. Beim Benny im Heimatdorf quasi. Und dann haben wir da auch übernachtet beim Benny. Mhm. Und haben alle schön in Schlafsäcken, quasi so 3, 4 Kumpels und ich. Alle in einem Schlafsack, ich kann mir den Rest alle vorstellen. In einem Schlafsack, richtig. Wie immer. Und ich wache einfach nur auf, aus dem Schlaf, morgens, und sehe, mein ganzer Schlafsack ist nass. Aber nur an meinen Füßen. Mhm. Und der Benny hat mich dann beschuldigt, ich wäre in der Nacht aufgestanden. Und hätte mich vor meinen eigenen Schlafsack gestellt und voll drauf gelallt. Einfach nur. Dabei waren es eindeutig die 1000 Katzen, die beim Benny rumgesprungen sind. Das stimmt überhaupt nicht. Und die haben voll gepisst. Oh mein Gott. Das stimmt nicht. Oh mein Gott. Ey, wisst ihr was? Das stellen wir in der nächsten Folge richtig. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Da werden wieder Geschichten erzählt. Und was war die Lüge? Was war die Wahrheit? Ja, und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit diesen interessanten Stories. Da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht habt ihr auch noch welche. Könnt ihr mal mitspielen. Eine Lüge oder eine Wahrheit? Was habt ihr schon getan?